Was geht YouTube? Und ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass ich auf Scorpion Plays das Ganze gerade ein bisschen ruhiger angehen lasse. Das heißt, hier und da mal ein FIFA-Video gerade wegen dem United Cup. Keine Sorge, es wird natürlich nicht so bleiben. Das wollte ich mit diesem Video einfach mal sagen direkt am Anfang. Sondern natürlich, wenn die ganzen Black Ops 4 Sachen kommen, werde ich natürlich wieder täglich hochladen. Es gibt für mich gar keine zwei Meinungen dazu. Aber ich habe seit Ewigkeiten kein Fortnite mehr gezockt. Jetzt ungefähr seit 3 Monaten keine Runde. Beziehungsweise vorhin habe ich 2 Runden gespielt, aber das war's. Also wirklich 3 Monate lang straight kein Fortnite gespielt. Und deswegen ist es auch umso lustiger, jetzt mal eine Runde Fortnite in diesem Video zu spielen. Einfach mal zu gucken, was man in 3 Monaten alles verlernt. Ich weiß nicht mehr, was eine Stinkbombe ist. Habe ich vorhin da gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Aber Leute, verändert sich das Ganze ja nochmal. Weil COD zocke ich zurzeit 0. Also wirklich 0. Und ich würde jetzt, falls jetzt wieder jemand kommen will, der sagen will, wieso machst du Fortnite? Du hängst dich am Hype auf, Digga. Niemand, den ich mehr kenne zurzeit, der spielt wirklich außer Raptor, spielt zurzeit wirklich viel COD. Und deswegen, ja, ich zocke einfach Fortnite, wenn meine ganzen Freunde Fortnite zocken so. Und ja, ich habe jetzt einfach Bock mal wieder. Ich habe generell zu letzter Zeit, ihr wisst ja, wegen diesen ganzen Darts-Events und so, ich war so viel unterwegs, ich kam gar nicht dazu, überhaupt zu zocken. Aber da ich natürlich auch meine Wurzeln im Gaming habe und das auf jeden Fall, wie gesagt, sobald Black Ops 4 kommt, muss ich ja wieder üben. Da muss ich ja wieder in Daily Grind kommen. Deswegen, Battle Royale wird es da ja auch geben. Und ich komme jetzt nicht wirklich perfekt hier dran, oder? Ah, schade, das klappt manchmal. Schauen wir doch einfach mal, wie das jetzt hier läuft. Am besten hast du jetzt keine Waffe. Ah, der hat eine Waffe. Okay, dann wie viel? Wir haben 2 Holz. Einfach mal verpissen hier, rüberspringen. Okay, Pistole haben wir. Ja Leute, also Loot ist jetzt nicht optimal, ne? Muss man natürlich mal dazu sagen. Ah, jetzt vielleicht schon. Den haben wir, okay. Nice. Okay. Ganz okay für den Anfang, würde ich sagen, für die ersten Minuten hier in dieser Runde. Kann man sich nicht beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger, ne? Kennt man ja den Spruch. Ein paar Sachen sind vertraut geblieben, dass hier die Kiste ist zum Beispiel. Okay, das war jetzt so eine Kiste, da denkst du dir so, bruh, C4 braucht man auch nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz in meinem Leben mal sagen werde. Ja, komm, machen wir es jetzt einfach so, scheiß drauf. Okay. Dann ist die AR jetzt an erster Stelle. Man kann auch immer hier eigentlich ganz gut mal gucken, ob da im Backsteinhaus was abgeht. Es reicht für meine bekannte, beliebte Treppenstrategie. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich den jetzt nicht kriege, dann Schande über mich. Okay, nice. Die ist sogar noch voll. Da muss ich einmal nachladen. Verbände nehme ich mal mit. Okay, können wir sogar benutzen. Krass, er hat mich nicht einmal getroffen. Muss man sich natürlich auch für bedanken in der Situation, dass er mich da nicht trifft. Ich bin jetzt auch nicht mehr so verbissen. Ich weiß ja, vor ein paar Monaten, da war ich krass verbissen schon wieder. Und das hat nicht... Das hat, Alter, was ist da passiert? Krass, ne? Das hat mir damals echt nichts gebracht, so verbissen zu sein. So, da habe ich echt die Sachen nicht hochgeladen, wenn ich nicht irgendwie... Ich war innerhalb von kürzester Zeit wieder so auf so einem Modus, dass ich da 14 Kills und so hochgeladen habe. Sonst hätte ich es gar nicht genommen. Aber es ist halt einfach so... Wer braucht das schon? Es war einfach... Ich bin einfach nicht der beste Fortnite-Spieler. Das muss man einfach anerkennen. Und da schaut man einfach mal, was so geht. Ist hier ungelootet, krass. Trotzdem kurz checken wegen Fallen, die ja jetzt... 1 Million Schaden machen. Natürlich, wenn ich eine Falle platziere, ist was anderes. So. Gehe ich jetzt die Upper Red Falle platzieren? Könnte man eigentlich machen. Muss ich zum Main-Gebäude rüber hasseln. Ja, gib mal. Bisschen Munition nehme ich gerne mit. Hier ist sogar auch noch eine Kiste. Na, sehr gut. Ja, da oben hat sich jemand hochgebaut. What the fuck? Oh, war das schlecht von mir. Baut sich da direkt schief im Turm von Pisa. Wir gehen aber jetzt mal ganz entspannt hier weg. Müssen ja hier nicht irgendwie... Was weiß ich, wie tryharden. Irgendwo ist hier halt noch einer in der Stadt, der sich da wahrscheinlich immer noch, wie ich Fortnite kenne, nicht rausbewegt hat. Aus seiner Burg, Alter. Wow, Digga. So. Da hinten kämpfen die. Ich will halt wissen, ob der Typ hier noch da ist. Nee, anscheinend wurde er geholt.
Oh, sehr gut. Nice, dass es jemand für mich erledigt hat. Da ist die. Diese Burst-Waffe habe ich noch nie benutzt. Nehmen wir einfach mal auch mit. Einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie sich die anfühlt. Ist da jemand da? Ja. Gut, also wir haben schon unsere 5 Kills am Start. Noch 18 Leute leben, ist in Ordnung. Wie viele Minis hat er? Oh, 5, sehr gut. Alter, fuck, ich hab noch 6 Leben. Dieser kleine Stricher. Boah, fuck. Nein, Leute, der darf nicht. Mann, fuck, Leute, das war so eklig. Guck mal, wie ich vor ihm weggerannt bin. Scheiße, Digga. Aber erste Runde war eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, machen wir noch eine. Ja, krank. Gegen den konnte ich nichts machen, dass er mich jetzt so gepusht hat, ne? Ich hatte 6 HP, ich konnte nichts machen. Das sind die besten Kills, Leute. Keine Kills können einen so mit Freude erfüllen. So. Jo, das nehme ich gerne. Das Spiel macht schon Bock, ne? Man muss halt echt viel spielen, um da richtig gut drin zu sein. Ich habe neulich mit so einem Typen geredet, er meinte so, er hat 800 Wins. Und ich so, wie oft spielst du? Er sagt einfach als Antwort immer. Immer. Dachte ich mir auch so, Digga. Not bad. Ich habe kein Material. Nice. Nice. Wo ist denn der? Digga, ich kann nichts machen. Richtig nice, kein Material, perfekt. Los, töte mich. Schlachte mich. Ja, Digga. Er hätte mich auch jetzt, wieso hat er mich nicht getötet? Ich dachte, ich bin woanders. Er hat einfach nicht gebaut, so. Er wollte mir den Kill dann doch noch überlassen. Also, als ob jetzt keiner mehr von Tilted hier mal rüberkommt oder so. Ich bin eigentlich ziemlich gut am Rand der Zone. Ich muss eigentlich ein bisschen abchecken. Digga, diese Pilze gefallen mir gut. Da gönnt man sich doch mal. Gucken wir mal, ob jetzt hier jemand kommt oder nicht. Hier keiner greasy oder was? Wenn jetzt einer kommt, wäre das so abfuck. Ich muss auch weit laufen. Ich weiß nicht, solche Runden mag ich nicht, Leute. Jetzt habe ich erst 2 Kills. So früh hätte ich jetzt schon die Aufnahme abgebrochen. Einfach weil ich immer denke, so man muss schon so mindestens eine gewisse Anzahl an Kills haben. Genau so, erst schießen, wenn man drauf ist. Es kann natürlich irgendwer angegeiert kommen. Da geiert echt jemand, ich glaub's nicht. Da hinten geiert jemand drum, aber die geiern, glaube ich, aufeinander. Wenn ich noch einmal das Wort geiert sage, dann keine Ahnung. Links kämpfen welche. Mal gucken, ob ich da. Wenn ich hier an der Kante rumlaufe, bin ich eigentlich relativ gut von hinten safe. Den haben wir direkt mal. Aber wir sind hier safe nicht alleine. Der wird jetzt hier rüber gucken. Man ist so lootgeil, das ist schlimm, ne? Gleich fängt er alle an, sich eine Base zu bauen.
Und dann war es das eh wieder komplett. Der Typ ist hier irgendwo, Mann. Hier ist auf jeden Fall noch ein Loot-Shop. Den holen wir uns auch. Noch drei Gegner. Ist hier irgendwo einer? Oh, warte, die goldene Scar habe ich schon. Den gönnen wir uns mal schnell. Man kann ja auch zwei goldene Scars machen, ne? Habe ich mal gehört von einem weisen Mann. Da ganz hinten baut sich einer hoch. Aber auf den scheiße ich erstmal. Der andere wird sich jetzt umdrehen müssen. Und ich gehe deswegen schön direkt außen rum. Der andere baut sich eh schon wieder einen Turm da hinten. Okay, der eine hat sich da hinten einen Metallturm gebaut. Der andere chillt locker jetzt immer noch hier. Wo ist der hier, Leute? Wo ist der hier? Da drin. Den habe ich. Das heißt, der erste weiß jetzt natürlich, wo ich bin. Hast du irgendwas Geiles? Der ist da oben auf dem. Der sieht mich aber nicht. Okay, sehr gut. Okay, Leute, gucken wir doch mal. Vielleicht holen wir uns den Win. Fuck, Leute, ich komme da nicht rüber. Gib mir mal das hier, letzte Chance vielleicht. Vier Raketen, das war's mal wieder komplett. Ich kann die Bäume hier vielleicht nutzen. Ja, scheiße, Leute, das sieht nicht gut aus. Ah, Leute, egal. Zweiter geworden, kann man nichts machen. Er hatte echt die bessere Base gehabt. Na gut, Leute, scheiß drauf, kann man nichts machen. Er hat auch 8 Kills, hat definitiv eine bessere Runde abgeliefert als ich. Lasst im Video gerne ein Like da. Erstes Mal Fortnite-Spiel nach 3 Monaten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.